Ja, komm ruhig her. Vor dir habe ich nicht so viel Angst. Oh, es regeneriert sich. Oh, jetzt müsste ich es eigentlich von hinten schlagen. Okay. Weil es scheint sich ja ein gutes Stück zu regenerieren. Ich muss nur gucken, dass ich es von hinten treffen kann. Das hat ihm auf jeden Fall wehgetan. So. So, war das eine Art Mini-Boss? Er hatte auf jeden Fall was die Key. Oh ja, und ich sollte die beiden mal einwerfen. Da kriege ich ein Level up, das ist gut. Und dringend mehr Weapon Damage mal für meine Blade Weapons. Und dann beim nächsten Level up den Reinforcer reinhauen. So, ich habe den Rusty Key. Hier habe ich alles geplündert. Warum habe ich das Gefühl, dass hier auch wieder was zugeht? Yep. So hat mich der Hammertyp verfolgt. Nein, noch nicht. Das ist schon viel Damage. Bei dir. Drecksviech. Wow, das war auch ein schöner Quit. Ja, da ist er.
Noch habe ich mehr als genug Munition, um ihn auf Distanz zu halten. Jo. Die sind halt böse, weil sie ihre komischen Angriffe schnell machen. Also können sie auch sterben. So, ich hoffe, das war jetzt aber der letzte. Ja, das. Ich habe hier noch einen Flattermann gehört. Der hier irgendwo rausgekrochen ist. Advanced Protector. Hm, da kann ich den Basic Protector ja bei Gelegenheit wegschmeißen. Hätte aber schwören können, ich hätte hier noch ein Pflegeviech gehört. Hm, muss ich aufpassen. Gear Template, eine Template Box, okay. I need to put some raw material onto the platform. There's gotta be something around here somewhere. That should cut them off for good. Ach, da respawnen die einfach, okay. Gut, da brauche ich erst ein Template für, also ein Sample. Gehen wir mal außenrum zurück und ändern mal die Öffnung. Das war hier. Ja. Damit mache ich das. Okay. Damit falle ich in den Tod. Okay. Gut. Ja, das heißt, hier muss ich definitiv aufpassen, dass der Junge mich nicht runterstößt. Denn ja. Die Nervensäge. Ja, komm ruhig her. Au. So, Fumium. 13 Munition. Okay, das ist eine praktische Sache daran, dass ja. Daran, dass wir Pistole haben. Mist.
Da ist uns gerade Munition durch die Lappen gegangen. Indem sie einfach darunter fällt. Hm. Können wir nichts machen, außer dem Feuerball reinrennen. Boah. Gut. Den da scheint man nicht kaputt machen zu können. Hier sind ein paar Kisten. Hier ist ein Knopf zum Drücken. Der macht wahrscheinlich das auf, spawn 50 Gegner. Also erstmal nicht. Was ist hier? Eine Treppe nach unten. Es geht noch mal ein Stück nach unten. Boiling Point, okay. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon die ganze Ebene abgeschlossen haben. Ich meine, hier waren wir noch nicht mal drin. Und hier auch nicht. Oder habe ich mir das hier verbaut? Okay, ich gucke mir erst einmal die Kammer hier an. Oder auch nicht, weil sie kaputt ist. Moment, ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Mhm. Du schießt. Dich kann ich nicht verschieben. Dich kann ich ziehen. Okay, ist also doch nur ein Rätsel. Nichts Böses. Würde mich nicht wundern, wenn das ein Secret jetzt ist. Advanced Aim Stabilizer, Advanced Servo Booster. Den Advanced Servo Booster nehme ich auf jeden Fall gerne und den Aim Stabilizer auch. Besser als nichts. Da will ich nicht runterfallen. Mechanic Boots und Integrity. Dafür aber die Resistenz runter.
Was macht Resistenz? Steht das hier irgendwo? Resistance. Nein, das behalte ich dann doch lieber. Resistenz. Sie ist verrückt geworden. Oh mein Gott. Laura testet nun ihre neueste Erfindung, ein Teleportationsdevice an lebenden Objekten, uns. Sie spricht von zusammenfließenden Realitäten, das Durchqueren der Tore, die Verbindung mit der Quelle. Sie ist total verrückt geworden. Ich habe genug Material gesammelt, um ihre Schuld an verschiedenen Verbrechen zu bestätigen. Aber wer wird damit etwas unternehmen? Gerade jetzt, wo Chief Officer Reich nicht anwesend ist in Arx. Diese Hexe wird sicherlich einen Weg finden, mich zum Schweigen zu bringen, schon wieder. Meine einzige Hoffnung ist dieser Dummkopf James Quall. Selbst er scheint die Schnauze voll zu haben von Lauras Wahnsinn. Wird langsam Zeit. Lucy Page. Ja. Gut, das heißt, hier geht's nur runter. Ich war hier noch nicht drin. Und allgemein habe ich noch nicht wirklich nach Secrets auf dieser Ebene gesucht. Ich könnte mich zum Beispiel noch erinnern, dass ich hier irgendwo was gesehen hatte. Jedenfalls ein Hinweis auf eine Art Secret. Oder auch nicht. Ah doch, da drüben. Da müsste von hier irgendwo aus diesem Gang aus sein. Muss ich nur gucken, ob irgendwas verdächtig aussieht. Wenn, dann ist es wahrscheinlich hier irgendwo. Jedenfalls sieht es danach aus. Und das hier sieht eigentlich auch so aus, als ob da noch was wäre. Ach nee, da habe ich die Kiste vorgeschoben, um den Weg zu blockieren, genau. So, lass mich durch, danke. Na, ich höre dich. Au. Du bist also tatsächlich noch hier. Au. Nein. Wo war mein letzter Safe? Hier. Okay, dann hole ich mir halt einfach nochmal diese Stiefel. Das da brauche ich nicht nochmal lesen. Ja, ich habe noch kein einziges Secret hier gefunden.
Und ja, genau, da habe ich mir den Weg blockiert. So. Oder auch nicht. Okay. Ja, da läuft auf jeden Fall irgendwas rum. Und ich sollte, glaube ich, wirklich eher an den Anfang zurück, wo ich die Schleuse da des Pattern gesehen hatte. Sollte mir das nehmen und sollte zu der Stanz... Anlage gehen, die ich gefunden hatte. War die hier oder muss ich noch mal gucken, wo die genau war? Und vielleicht kann ich mit dem ja ein weiteres Ding stanzen lassen. Gut. Aber erstmal speichere ich LP 005 und dann sehen wir uns gleich wieder.